Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part GTA 4. So, den Schlafmodus, den schalten wir mal nicht aus jetzt hier. Wir wollten hier zu Nachrichten. Wir gehen auf Nachrichten. Stevie, danke. Wegen dem Super GT und bla 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 blub. Und hier bei den verbundenen Türmen steht ein Patriot. Also wenn ich mir das so betrachte, ist das genau der, der da vor diesem gelb-roten Schirmchen steht. Von daher, ups, wollen wir uns den noch mal unter den Nagel reißen. Warum habe ich jetzt hier so übelst wenige FPS? Frage ich mich gerade. Aber, ja, egal. So, wir werden heute, nachdem wir dieses Auto heimgebracht haben, erstmal die, ja, verbleibenden Bürgerwehrmissionen ich mache, beziehungsweise die meistgesuchten. Ja, genau jetzt kommt ihr nochmal mit Fahndung, ne? Fickt euch doch ins Knie. Aber bitteschön mit Hose. Damit es schön reibt. Am besten. Keine Ahnung. Ups. Ja, da kommt gleich der nächste Bulle, aber ich bleibe. Oh, perfekt. Warum zum Teufel habe ich nur 15 FPS hier gerade, obwohl ich nicht finde, dass es laggt, aber das zeigt mir hier so an. La 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 la. Ich habe noch gar nicht markiert. Mal gucken, aber vielleicht finde ich es auch so. Ich glaube, ich finde das auch so. Ich bin wirklich nicht der Meinung, dass es laggt, aber diese rote 15 irritiert mich schon ein wenig. Da steht normalerweise ein wenig mehr. Ja, aber was ist schon normal, ne? Was ist schon normal? Jetzt sind es sogar nur. Oh, jetzt hat es sogar wirklich kurz geruckelt. Naja. Es werden mehr. Ja. Kratz. Und schon wird es wieder weniger, ne? Wo man sich freut, dass es mehr wird, wird es schon wieder weniger. Naja, was soll's. Scheiß drauf. So, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da hinkomme, wenn ich da lang fahre. Ah ja. Jetzt weiß ich, wo ich hinkomme. Alles klar. Wusste ich gar nicht. Aber egal. Das ist ganz gut. So kann man nämlich auch dahin, wo wir hinwollen. Und ich werde... Upsala. Danach auch nicht viel mehr machen nach den Bürgerwehrmissionen. Das sind die meistgesuchten natürlich. Sind hier nur noch zwei, die mir fehlen? Es sei denn, es hat da irgendwas nicht gespeichert, aber es hat dürfte ja theoretisch nach jedem gespeichert haben. Und dann machen wir. Alter, jetzt reicht's aber hier mit den Legs, Menschen, Skinners. Aua! Jetzt habe ich natürlich demoliert, oder? Wohl. Es sieht noch. Oh, doch, die Stoßstange ist locker. Scheiße! Naja. Scheiß. Alles nur wegen den Lecks. Ja. Immer auf die Lecks schieben, wenn sonst gerade nichts vorhanden ist, außer das eigene Unvermögen. So. Wunderprächtig. Ich weiß gar nicht, what the fuck, ist da viel Verkehr. Es grenzt ja schon fast an Stau. So. Ah, schön, das ist auch die Markierungen von hier aus sehe. Ich bieg mal hier ab. So. Und dann brauchen wir halt auch wieder ein Polizeiauto, damit wir die meistgesuchten machen können. Und dann bin ich mal gespannt, ob das klappt hier. Also, den einen haben wir ja schon mal probiert, ne? Das ist ja irgendwie blöderweise fehlgeschlagen. Weil es nicht so ganz wollte, wie ich wollte. Was klappert denn da dauernd? Ich höre es dauernd klappern irgendwie. Eben schon wieder geklappert. Fuck. Ich glaube, das ist diese Kiste, so eine richtige Klapperkiste. Fahr doch. Und du bleibst stehen. Stehen bleiben, habe ich gesagt. Dummkopf.
Das Auto ist immer los. Ja. Prima. Auto, Auto, Auto. Auto. Bulle. Polizei. Okay, dann fahren wir jetzt einfach erstmal in Richtung Alderney City. Und ja. Bis dahin wird uns schon ein Polizeiwagen begegnen oder so. Ja, genau. Was fehlt denn dir, hä? Vollposten. Warum habe ich eigentlich noch so viel? Habe ich überhaupt nichts an Rüstung verloren während der Bürgerwehrmission? Und nur so ein ganz kleines bisschen? Weiß gar nicht. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr groß dran erinnern. Autsch. Sonst sind doch immer gleich die Bullen auf dem Plan. Im Krankenwagen kann ich nicht gebrauchen. Moon, 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 Moon. Es muss doch noch. Da war eben einer, aber der ist in die falsche Richtung gefahren. Den hole ich mir natürlich jetzt nicht. Wenn ich die recht zügig schaffe, übrigens die beiden letzten, am meisten gesuchten, dann werde ich nochmal mit Peggy ausgehen, denke ich. Und auch noch angesagt. So. Polizei, gib mir deine Auto. Alter, die fahren jetzt einfach weiter. Komm. So, tschüss mit. Tschüss, macht's gut. Ihr Polizei, ja, Krankenwagen. Verpiss dich. Piesel dich. Piesel dich voll, Alter. Also, das tut mir wirklich, wirklich furchtbar traurig, aber. Andauernd habe ich hier Lex gerade. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich noch irgendwas im Hintergrund am Laufen, was zieht oder so, keine Ahnung. Aber normal. Vielleicht nehme ich auch die falsche Festplatte auf. Vielleicht, keine Ahnung. Aber dürfte eigentlich nicht sein. So. Wir parken erstmal fein säuberlich in dieser Straße hier. So, zwar hier. Meistgesuchte. So, das war er doch, der Frederick Harrison wegen dem Autodiebstahl. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir den jetzt kriegen hier. Und ob der wieder an derselben Stelle ist wie vorhin. Alter, jetzt ist aber mal wirklich gut. Sowas mag ich aber feig überhaupt nicht. Mann, das hatte ich ja noch nie hier in GTA, dass es so übel war, ne? Fast mit Standbild hier. Also teilweise. Mann, 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 du ey. Mann, du ey. Scheint wohl doch noch ein ganz Stückchen zu sein. Aber wenn das jetzt wieder auf dieser dämlichen Brücke ist, dann will ich dann gleich da so hin, dass ich auf diese Brücke rauffahren kann. Na, was ist los? Muss ich die Sirenen einschalten, damit ihr spurt? Ihr seht den Polizeiwagen wohl nicht, ohne dass die Sirene an ist, oder wie? Ich möchte doch wohl meinen, dass ihr das sehen könnt. Da vorne sind ein paar alte Schienen. Okay, ich glaube, das ist diese alte. Nee, das ist keine. Nicht diese alte Brücke. Aber. Oh! Nee! Ja, genau. Irgendein Driver. Ich habe gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Irgendwas mit Driver. Was ist für ein Driver? Ein Unvorsichtiger oder was? Ja, das bin ich in der Tat. Denn ich hau hier jeden aus dem Weg, der mir begegnet. Toll. Die Bullenkutsche ist auch schon fast hinüber, ne? Fast wieder hinüber. Moment.
Ich suche mir jetzt erstmal eine gescheite Stelle. Und zwar hier die, um auf diese Brücke raufzufahren. Bevor ich hier an diese Stelle komme. Hä? Die waren nämlich hier fast alle auf der Brücke oben. Ja. Irgendwie mache ich es, glaube ich, etwas doof. Aber egal. Oh Gott, ich muss scheinbar doch aussteigen. Oh, leck. Ah, wenn ich jetzt noch drauf gehe, ich sag's euch. So, erstmal den wegputzen. Weil Horst. Also nichts gegen Leute, die Horst heißen, aber... Horst. Naja, die Knarre gehe ich mir jetzt nicht holen, das ist mir zu weit. So, irgendwie bin ich hier aber trotzdem ganz, sicher, ne? Ich muss hier einfach nur hinlaufen und... Wer hat stand da angeschossen? Von welchem Spaß? Naja, gehen wir erstmal weiter. Ja, Nico, lad mal nach. Mit vollem Magazin schießt sich nämlich besser. Lalalala. Ich frage mich übrigens, was das für eine Brücke hier eigentlich ist. Wir haben den doch noch nicht ganz erwischt. Wo ist der denn? Wir stehen doch fast vor ihm. Hä? Fuck. Schnauze. Ganz ehrlich. Nico? Na ja, komm, geh mal da hoch. Räume jetzt hier das Feld von hinten auf. Vielleicht nehmen wir doch mal hier die. Vor allem, da die alle hier solche Knarren in der Hand haben. So, wir warten jetzt einfach mal. Oh, come on. Ich fall runter, los. Fein. Brav. Da steht doch direkt einer hinten dran jetzt, oder? Komm. Na, wo bist du denn? Lappen. Genau, fall darunter, nimm deine Knarre natürlich mit. Warum auch nicht? Püff. Huanson. Wo ist der? Wo ist der andere? Der ist noch ganz unten, oder wie? No. Genau, du schießt direkt, bevor ich dich schießen kann, ne? Gib heuer, was du hast. So. Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass ich da nicht weiter hochgehen brauche, aber egal. Ne, ich gehe da jetzt auch nicht weiter hoch. Ich gehe jetzt lieber mal weiter runter wieder. Beziehungsweise fange an, runter zu gehen. Da geht es nicht runter. Da auch nicht. Dann renne mal halt. Ja, gehen wir halt dahin zurück, wo wir herkommen. Ah, Mann. Das hasse ich. Ich hasse es, wenn das so macht. Na super, da steht mein Auto. Das ist auch kaputt, na, als es sein müsste. Wo ist denn der letzte Pisser? Wo ist der kleine Pinkler? Hey, Pinkel! Na, komm her. So ein dummer, kleiner Frosch hier. Und ich habe so viel Scheiß-Energie verloren.
bei der Aktion hier. Leck mich fett. So was von. Alter. Naja, ich hätte auch natürlich auch ein bisschen besser aufpassen können, aber... Naja. Nico kann jetzt nicht mehr rennen, das ist auch prima. Und ich brauche ein neues Auto. Beziehungsweise, ich bräuchte mein Auto wieder. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt noch da oben steht. Doch, müsste aber eigentlich schon. Ah, Mann. Ist es noch da? Ich gehe mal gucken. Wir haben ja Zeit, obwohl. Das hat doch jetzt schon insgesamt länger gedauert, als ich dachte. Nico, komm, lass mich doch nicht im Stich, Mensch. Renn. Ich halte hier die Taste gerade permanent gedrückt, ne? Ah, das Auto ist noch da. Ich habe eben schon Befürchtungen, weil ich es lange nicht gesehen habe. Es ist noch da. Wunderprächtig. Dann brauche ich hier nur noch... Ich wüsste ja wirklich gerne, was das hier für eine Brücke ist, was die mal für einen Zweck hat. Also die ist auf jeden Fall... Hat sie ausgedient. Aber irgendeinen Zweck muss die ja wohl mal gehabt haben. So, was haben wir denn? Kenan Burdett, bewaffneter Raub. Dann wollen wir mal gucken. Hoffentlich kriegen wir den ohne zu verrecken. Begib dich zum Aufenthaltsort der Zielperson. Ich bin schon auf dem Weg. Nur mit der Ruhe. Und ich glaube, ich gehe danach nicht nochmal mit Peggy aus. Da habe ich keine Lust drauf. Ich wechsle mal kurz. Ich wechsle mal kurz die Karre. Nein. Die ist mir schon zu kaputt. Och, warum nicht? Alalalalalalala. Komm, Nico, nimm dir, was du willst. Was? Ich brauche ein Polizeifahrzeug? Ja. Alter, Nico, steig doch ein, Mensch! Oh, da war doch eine Tür, du Idiot! Das Auto war zu lange ohne Fahrer. Ja, super. Wenn ich jetzt das nächste Polizeifahrzeug mir schnappe... Dann passiert doch bestimmt wieder dasselbe wie beim letzten Mal. Könnte ich drauf wetten. So. Ah, Stevie hat wieder eine SMS für uns. Aber... Ach so. Ich sollte vielleicht erstmal gucken, dass ich mein Fahndungslevel loswerde. Schauen wir mal, ob das klappt. Ist nämlich eigentlich immer von Vorteil. Wenn man keines hat. Nicht gesucht wird. Mal gucken. So, wunderberechtigt. Das hat geklappt. Das Spiel ist da nicht abgeschmiert. Ja. Das hast du dir doch schon mal aussuchen können, dass du da abbiegen willst. Ja, genau. Warum berechnest du immer genau in dem Moment? Oder bist in dem Moment mit der Berechnung fertig, wenn ich an der Fahrstand vorbeigefahren bin? Oder genau gerade dran vorbeifahre? Mensch, das geht mir auch noch ins Hirn rein. Ah. Da sollte ich mal ein bisschen Helium ins Hirn pusten. Vielleicht wird es dann leichter. Weil das ist ja so schwer von Gedanken und Wissen und so, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Was laber ich eigentlich gerade für Bullshit? Ich weiß gerade auch überhaupt nicht, was ich wirklich labern soll, weil mich regen die ganze Zeit schon die wenigen FPS auf und die Lags, die daraus resultieren. Also wenn es ab und zu mal ein bisschen niedriger wird, das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja bei GTA immer so eigentlich, hier GTA 4. Aber
Wenn das permanent hier quasi ist, wie momentan. Sag mal, was ist das dann hier für eine scheiß Karre? Die dauernd irgendwie ausbrechen muss. Sonst wohin? Keine Ahnung. Wie weit ist das denn? Na gut, nehmen wir weit, wir sind gleich da. Das für ein Laden, sieht aus wie ein Tempel. Hm. Hormontempel oder was? Hinten dran ist es so ein ganz normales Haus. Also wohl doch nur eine Art Villa. Schalte die Psy-Personen aus. Genau, jetzt haben wir nochmal wieder ein ganzes Parkhaus voller Gangster, oder wie? Komm. Die machen wir natürlich wieder vom Auto aus platt. Da ist noch einer auf der Ebene, aber wohin? Okay, ups. Da hinten ist noch einer. Oh, der war das, der. Der ist an der Ebene höher doch schon eigentlich. So, einfach Blatt walzen, ne? Blatt falzen. Okay, hier ist wieder. Hier ist keiner. Okay, hockt der Rest ganz oben. Was ist das denn eigentlich für ein Typ? Den habe ich ja eben auch schon mal gesehen. Parkhauswächter oder was? So, da hinten ist wieder einer. Alter, ist ja mal bald hinüber. Ach komm, steigen wir kurz aus und holen uns die Knarre, die Muni. Munizione. Munizione. Mann, das sind immer... Wie hoch geht denn das scheiß Parkhaus eigentlich noch? Bleib liegen. Mach dir nicht die Mühe. Kann sein, dass wir Platten haben, tatsächlich vorne links. Da vorne links, da ist ein Platten. Und da stand ein Typ, der jetzt nicht mehr steht. Aber ich habe einen stehen. Ja. Und jetzt stehe ich auch nicht mehr. Beziehungsweise ich sitze immer noch im Auto und brenne. Scheiße, 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 scheiße! Habe ich Scheiße schon erwähnt? Habe ich schon erwähnt, wie scheiße das ist? Hochmut kommt vor dem Fall. Heißt so schön, ne? Mist, Kacken, Scheiße. Aber auch... Da drüben sind die Bullen. Ach komm. Nein, 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 Nico, renne mal auf die andere Seite. Dann bist du nämlich gleich auf der richtigen Seite. So. Komm, Nico, einsteigen, wegfahren. Tschüss. Ah. Ah Mann, das ärgert mich jetzt zutiefst. Ich hätte jetzt fertig sein können. Nein, müssen die mit Granaten um sich fahren. Werfen natürlich. Ja. Ich würde da ja zu gerne. Ich würde ja zu gerne wieder rauskommen, Alter. Ah ja. Mühsam. Ernährt sich das Eichhörnchen. Alter. Oh, das gibt's doch nicht. Hab ich... Hock ich jetzt wirklich fest mit dieser Scheißkarre oder wie? Das gibt's nicht. Ich kann ja dummerweise jetzt auch nichts anders machen, ne?
Ja, super. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Och, come on, scheiß Karre. Jetzt come on, du scheiß Karre. Ich jag dich gleich hoch oder keine Ahnung. Mama, da la la la. Es funktioniert einfach überhaupt nicht, ne? Okay. Dann geben wir dieses scheiß Auto jetzt mal auf. Kannst du mal wegrennen, Nico, du Vollpfosten? Meine Fresse. Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist das hier für ein Scheißpart? So scheiße kannst du gar nicht laufen. Du kannst doch gar nicht laufen, Mensch. Ich brauche eine Bullenkutsche. Ja, jetzt habe ich schon 2 Sterne. Juhu, ich freue mich. Ja, und die Bullen sind einfach nur zu blöd zum Scheißen. Weil sie nicht treffen. Komm, Nico, steig ein und fahr weg, Mann. Das gibt's doch nicht. Beacht euch ja nicht. So, ich will jetzt endlich diesen scheiß letzten Fall hier erledigen. Ja, genau, die Zeit ist schon sowas von weit fortgeschritten. Ich könnte schon längst fertig sein. Eben dachte ich, ich stecke wieder fest. Ja, lauf mir ins Auto. Lauf mir ins Auto. Vollidiot. Läuft blind links einfach weg. Und wo läuft der hin? Direkt in mein Auto rein. Meine Scheißfresse. Ich glaube, als ich werde heute noch verhaftet. Einfach nur mal so, weil... Weil kleiner Baum. Boah. Machen wir noch ein 360? Den hatte man heute in der Tat noch nicht. Das gibt's doch nicht. So. Wehe, ich werde abgeschossen oder mein Auto zerstört. Ich sag's euch im Guten. Das gibt's nicht. Die werfen da aber auch mit Granaten um sich, diese Wichser, ne? Das hatte man schon mal, da hatte ich aber dann Glück gehabt. So. Erstmal. Stay away from me. Fällt um, ja. Könnte doch einfach liegen bleiben, Mensch. So, der ist weg. Es fehlen, ja. Das heißt, es fehlen immer viel, wollte ich gerade sagen, aber so sieht's leider nicht aus. Bleibst du jetzt mal liegen oder so? Wäre echt ganz nice. Alter, ich schieß da auf den, ne? Aber irgendwie so von wegen, dass er mal liegen bleiben würde, ne? Hat er scheinbar echt keine Lust drauf. So. Jetzt roll ich das Feld mal von hier aus auf. Und den noch. Und ganz auf der anderen Seite. Nein, der ist dahergekommen. Da komm. So. Meine Fresse. Fresse. Fresse natürlich. Menschenjagd. Die Menschenjagd endlich abgeschlossen hier. Meine Fresse. Gibt's das?
So eine Scheiße, so ein scheiß verfickter Scheißpart hier. Ach ja, ich hoffe, ihr habt den trotzdem genossen, wie ich hier draufgehe, abkacke. Ach ja. So, jetzt brauchen wir keine meistgesuchten mehr machen und Polizeifahrzeuge, und die mache ich jetzt nächstens dann Riesenbogen. Und ja, diesen Part beende ich jetzt hier an dieser Stelle. Bis zum nächsten. Danke fürs Zuschauen.